Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in unserem Nostalgieprojekt auf der oberen oder oberes Klantal. Ja, mit dem Füsi, Manu, Domme und Michael. Hallo. Hi. So, Füsi. Weiter geht's. Ich habe mir jetzt auch mal noch einen Dreck-Tür gegönnt. Was hast du denn für einen? Zeig mal. Den muss ich jetzt mir mal nabulieren. Wo bist du? Händler. Oh, was hat Freezy, Mensch? Dann nennt mich auch Flash. Ja. Der guckt doch rein jetzt. Ja, ich komm. Oh, der ist schick. Na, 210 PS, mal gucken. Ey, du musst ja mal, kauf dir mal noch einen tiefen Flug, Michel. Weil wir machen zu zweit. Wie viel PS hat denn der hier? Holz Michel. 210 PS hat der. Das ist das Problem mit den Gewichten hier, diese Nostalgiegewichte, die wir drauf haben. Wie viel wiegen die? Wir werden es rausfinden. Autschi, der ist ja ein ganz schöner Betonblock, Alter. Welchen hast du genommen, Mann? Bei Flüge, den siehst du schon, den Breiten. Die Silo-Mauer von da dran gegangen. Macht gar nicht so einen Schwert. Oh, lol. Nice, ey. Aber irgendwie haben die alle Soundprobleme, habe ich das Gefühl. Ja. Oder es ist, es ist was anderes, was Soundprobleme macht. Welchen hast du jetzt gekauft? Den IMT, glaube ich, ist das hier. Ah ja. So ein roter. Ja. Ja, der sieht inne aus, der sieht spacig inne aus, Alter. Der sieht richtig krass inne aus. Wie schnell bist du mit dem? 43. Oh, wollen wir tauschen? Nö. 210 PS, mal gucken, wo das Ding jetzt hier über den Acker zieht. So. Oh, da hinten geht das Feld ja weiter. Viel Spaß beim Pressen, Freezy. Ey, du musst hier was zum Schwaden haben. Ja. Oh Gott. Geht es gut? Ich hoffe es mal. Taktisches Überholmanöver. Bei uns gab es einen sehr schweren Verkehrsunfall mit einem Toten. Huh? Hm. Eine Frontale in den Bus rein. Boah. Ja. Viel Verletzte? Ne, verletzt glaube ich keiner, nur ein Toter. Also der Bus ist natürlich jetzt nicht ganz so, ne? Lass mich raten, irgend so ein Unbeteiligter oder der Fahrer? Der Fahrer? Von dem ja. PKW ist tot, der in den Bus gefahren ist. Hm. Ja, logischerweise. Naja, so logisch ist das ja, nicht. Ja, wollte ich auch gerade sagen, so logisch ist das nicht. Meistens ja, Alter, wenn ich mit dem PKW im Bus fahre, ist meistens der PKW-Fahrer tot. Weil der ist ja schon, also das ist ja schon zwei Gewalten, die da aufeinander brechen. Wow. Sieht das ganz schön abgefressen aus, das Gras hier, die Wiese. Boah, ja, die Mäste sind nicht mehr so scharf. Nein, so. Oh. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Der hat auf jeden Fall genug Leistung. Und der hat auch sogar, es ist sogar die Flugfunktion drin. Perfekt. Perfekt. Ja, wie gesagt, haben wir den Enhanced Vehicle Mod noch drauf. Das gibt es dann in der nächsten Aufnahmesession. Also quasi die Folge, die dann am Dienstag kommt. Da haben wir den dann auch noch mit drauf. Du hast hier einen richtigen nostalgischen Ballenwagen. Ja.
Ja, wenn es keinen anderen gibt. Ach, der geht schon. Lass ihn mal ein bisschen abgefranst sein, dann geht er schon. Noch auf jeden Fall auch hier. Och, Krampf. Irgendwie gucken, dass wir einen Schwader bekommen. Haben wir doch jetzt. Wir haben Schwader, ja? Für Sie. Wo ist er? Na komm, lass los. Geht das mit dem Johnny? Ja. Wie schnell fährst du? Ja, 15. Ich auch. Perfekt. Hier einmal gesund durchgeflügt. Das wird nix. So Freunde, komm, jetzt wollen wir aber hier meine krasse Story hören. Ich wollte ja einen erzählen, aber... Ja, dann erzähl halt deinen Abu Chaka Bimbaka hier oder was weiß ich hier. Du schon mal gar nicht. Ja, dann lass es. Lass es auch. Ja, dann erzähl doch jetzt mal und lass dich nicht mal so betteln. Was denn jetzt? Meine Güte, ey, das ist ja schlimm. Ja, Bushido, Stress mit denen, ne? Ja, der hat ja, der hat's ja getrennt. Ja, genau. Ja. Jetzt hat er Polizeischutz und so. Echt? Ja. Ja. Die haben wohl gesagt, gibt auf die Mappe, du Mappe. Sowas. Aber ist es nicht irgendwo logisch, wenn man sich mit solchen Leuten einlässt? Also muss man denn nicht irgendwie sowas auf dem Schirm haben, schon vorher? Also ich sag mir immer, wenn ich mich mit mafiösen Organisationen einlasse, muss ich doch schon irgendwann damit rechnen, dass das mal nach hinten losgehen kann, oder? Spätestens, wenn ich dann nichts mehr mit dem zu tun haben will. Der hat ja auch einen Diss-Track gegen den gemacht, ne? Gegen den. Ja, ja, das ganze Album, Mephisto. Nein, nicht das ganze Album, oder? War da nur der eine Track, Mephisto? Nur eine Track, genau. Ja. Das Album heißt auch Mephisto, oder? Ja, aber es war trotzdem nur eine Track. Also, ich, ja. Keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ich will das Album auch noch gönnen. Ich hab Spotify Premium. Bitch! Ich mag CDs. Ja, schön für dich. Oh, ja. Ich mag Bluetooth. Was ist jetzt noch der Projekt? Nee, da waren Kassetten und VHS. Ja, CDs sind so alt. Scheiße, wer hat denn heutzutage noch CDs? Ey, nee, keine Sau, hast schon recht. Ja. Nee, aber CDs sind wirklich Auto, oder? Hast du auch noch mit Benzinauto oder was? Aber CDs, echt? Also ich hab mir letztes Jahr eine CD gekauft von Sido, das Album. Aber das war die einzige CD der in den letzten Jahren, die ich mir gekauft habe. Ja, aber wenn du doch so vom Fan von etwas bist, dann unterstützt du doch. Ja, mach ich doch. Spotify Premium, bezahle ich 10 Euro. Ja, das tut aber alle unterstützen, das will ich ja nicht. Achso, okay. Jetzt jemand mit dem. Jetzt braucht man auch nicht mehr den Schwader. Doch, sicher! Doch! Da hinten hat das Feld. Sonst hole ich den Schwader erstmal eben. Weil Tino und Micha sind ja am tiefen Lockrand, ne? Wir haben hier gleich das Feld geflügt, fertig, ja. Das geht relativ schnell hier mit den zwei Geräten. Mach du mal weiter, ich bin fertig mit Ballenpressen hier auf dieser Seite. Dann hole ich den Schwader und dann Schwader. Was soll ich denn weitermachen, wenn du nicht weiter presst? Da unten im Busch liegen noch drei oder so. Ah. Ja, da wo ich gerade lang fahre, einer. Ich dachte, da wäre mehr hingerollt. Nimm du doch mal eine krasse Story, Tino. Ich muss immer die krassen Storys erzählen, Digga. Ich will auch mal chillen. Willst du auch mal chillen? Ja, erzähl ich jetzt eine krasse Story von heute, okay? Erzähl mal. Ja, ich hab, mir sind die Finger blutig, weil ich so viele Autogrammkarten unterschrieben habe für meinen geilen Shop mit den überkrass geilen Motiven. Bitch. Okay. So, jetzt habe ich Werbung gemacht. Und nun? Ja, nix. Nein, also, ich habe wirklich heute, ich war auf Arbeit, es war heute auf Arbeit sehr entspannt, muss ich wirklich sagen. War ein gechillter Tag und... dann bin ich heim, bin die Fitte, hab heute Rücken geballert vom Allerfeinsten. Das ging wieder derb in die Kerbe. Also heute war echt guter Tag. Und dann bin ich nach Hause, hab Abendbrot gegessen. Da war mir so schlecht, dass ich nicht mal mein Steak, also das konnte ich nur zu 95% essen. Leider. Ja. Ja, das Problem ist halt, dass ich so ungefähr 4 Liter trinke über den Tag. Und dann, wo bist du hin mit dem Ding, Michael?
Ja, auch ein Hof. Ja, und dann hau ich mir halt, im Fitness hau ich mir immer 1,5 Liter rein meist. Und dann gibt es direkt, wenn ich fertig bin mit dem Sport, immer noch einen Eiweißshake direkt drauf, den ächze ich und dann gehe ich heim und esse Armbrot. Also, war halt irgendwie nicht so geil. War irgendwie heute, war das Sättigungsgefühl over the top. Okay. Hm. Aber macht nichts, nachher gibt's noch Rührei, yeah! Mit? Um 10. Immer. Wie jeden Tag. So genauso wie es jeden Tag Reis mit Hühnchen gibt und Reis mit Hack dann Nachmittag vom Training. Geht das nicht auf die Nerven, Alter? Ich esse nicht, was schmeckt, ich esse, was ja, das macht ein Kollege von mir auch. Ja. Aber nein, wenn es mir auf die Nerven gehen würde, würde ich es nicht machen. Also ich mach's ja schon gern. Also die Unterstellmöglichkeiten hier sind sehr begrenzt an unserem Hof. Wo ist denn der Schwader drin? Bei Schwader. Ganz vorne, der zweite müsste das sein. Der SR 314 oder was? Der längliche mit den Hochkantkreiseln. Das ist der Thun SR 314. Dino, dann hol du dir noch eine Sämaschine. Ja genau, SR 314, genau. Was sagst du? Hol du dir da noch eine Sämaschine. Könnte ich machen, aber. Fahr schon wieder dahin und zurück. Was macht denn der hier? Kollege, hab ich so weit rumgelenkt schon? Gibt's ja gar nicht. Wie sieht's denn aus bei euch? Ja, Rizzi holt jetzt den Schwader. Und dann schwadert er und dann kann jemand Ballen pressen. Oder ich mach's halt weiter. Obwohl ich sammle halt auch gerade ein. Ja. Aber so war mein Tag heute, also. Okay, war so gechillt gewesen. Ja, gechillt. Achso, dann habe ich gegessen. Dann habe ich schätzungsweise, weil in dem einen Karton, den ich jetzt gemacht habe, waren viele drin. Jetzt mal 300 bis 350 Hologrammkarten für den Shop unterschrieben. Dann habe ich eine böse Sprachnachricht vom Freezy bekommen, weil es schon zu spät war. Und dann bin ich an den Computer gegangen und dann nehmen wir jetzt hier Nostalgie auf. Also vorher habe ich meine Tochter noch ins Bett gebracht, fix. Und habe beiden noch einen Schmatzer aufgedrückt und ja. Oh, lol. Ja. So ist der Tagesablauf. Aber morgen ist eigentlich, glaube ich, oh scheiße, morgen weiß ich gar nicht, was ansteht auf Arbeit. Egal. Naja, morgen ist eigentlich, vielleicht hoffe ich auch entspannt und dann ist noch Mittwoch und Donnerstag und dann habe ich Freitag frei. Da freue ich mich. Und dann düse ich nach Berlin. Berlin ist eine sehr schöne Stadt. Ja. Ja, und dann bin ich ja? Schon gut. Dann bin ich den ganzen Freitag in Berlin unterwegs und Samstag fahre ich dann wieder heim und da freue ich mich auch. Ja. Jo. Was muss ich denn jetzt tun, um so ein schönes Silikonarmband zu bekommen? 60 Euro im Shop ist. Busy. Frag mich das mal bitte einfach mal, wenn die Dinge da sind. Ja, ich muss dich ja mehrmals dran erinnern. Ja, aber ich kann es ja nicht ändern, wenn die sind in der Produktion. Der Produktion erst? Ja, wie ja. Erst? Da meinst du, die machen einen Schnipp und dann hängen die da am Dings mit meinem Namen drauf? Ja, hab ich gedacht. Also werde ich wieder voll vergessen, ja. Man kriegt aber eigentlich mal ein schönes Paketchen von dir, Alter. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Das letzte Paket von dir? Das war, glaube ich, vor Weihnachten. Dieses Jahr? Also jetzt dieses Weihnachten? 2018 habe ich dir noch ein Paket geschickt, ja. Was denn da? Ja, danke. Nee, sei mal ohne Scheiß. Da war für deine Tochter zum Beispiel die Einhornlampe drin. Der Anisette war da drin. Das war vor Weihnachten? Ja, ein oder zwei Monate vor Weihnachten. Aber nicht dieses Jahr für sie. Guck mal, schon letztes Jahr, Alter, und hab immer noch nichts von dir gekriegt. Ist ja noch schlimmer. Das war 2017. Ja. Glaube ich. Stimmt, das war, ja, nee, das war kurz vor deinem Umzug. Ja, 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 ja. Ja. Das war 2017. Welche Sämaschine hast du jetzt, Michael? Die Progress A202, ne? Aber ich habe noch eine schöne Überraschung für dich. Jo, die habe ich. Du hast eine Überraschung für mich? Ja, ja. Ja, ich habe ja dir zum Geburtstag nichts geschenkt. Zu Weihnachten gab es auch dieses Jahr nichts.
Hab ich muss mir ja auch nichts zum Geburtstag und zu Weihnachten. Nein, das geschenkt. Weiß ich aber. Hab ich dir was zu Weihnachten zum Geburtstag geschenkt? Ja, du hast bei mir 25 Euro donated. Oh, siehst du, krass. Echt, so nett war ich? So nett warst du, ja. Okay, erzähl ruhig weiter. Ja, da hab ich gedacht, das kann ja so nicht stehen bleiben. Da hab ich was Schönes bei Amazon gefunden und dann bin ich dir mal rüber. Okay. Wo waren die... Ach, Quark, Frontlader, Radlader... Wo waren die Backmounter drinne? Bei Big Macs, hinter denen. Ach, warte mal, Diverses ist das drin, glaube ich, hinten. Ja. Was hast du gesagt, Frisi? Ich frag mich gerade, wie auf diesem Feld ein Ball hinkommt. Na, ich habe auch schon einen gepresst dort. Ach so. Den ganzen weiten Weg. Ich dachte, der wäre von da oben irgendwie so hier durch den Busch gerollt oder hier. Ach so. Buschwugi. Da, Dino, moderier ab hier. Ne, die Zeit vergeht, wenn man sich. Ja, kleinen Moment bitte. Boah, irgendwie ist der Pickup kacke von dem Glas-Ding hier. Ja. Man denkt so, man fährt voll drauf und so. Ja, genau, da bleibt was liegen. So. Fuck. Gut, meine lieben Freunde, wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Ihr lasst das Däumchen da. Schaut bei den anderen vorbei, ist in der Videobeschreibung. Und ja, gönnt euch. Bis dahin. Tschüss, wir sehen erstmal raus. Tschüss. Tschüss.